Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Kommen wir nun zur Seite 3 unserer Transformationsübung zum Karlsruher Trinkwasser. Transformieren Sie bitte nach unseren Anweisungen, ohne den Sinn des Satzes zu verändern. Nummer 1. Weinbrenner baute den Brunnen im Stil der damaligen Zeit. Nummer 2. Bilden Sie von obigem Satz das Aktivperfekt. Nummer 3. Bilden Sie nun das Passivperfekt. Nummer 4. Jetzt das Passivpräteritum. Nummer 5. Bilden Sie das Passivfutur 1, also morgen oder in Zukunft. Nummer 6. Nun die indirekte Rede Gegenwart im Aktiv. Nummer 7, die indirekte Rede Vergangenheit. Und Nummer 8, nun die indirekte Rede Vergangenheit im Passiv. Tschüss, bis zur nächsten Übung.